Am Freitag fällt in Sochi der Startschuss zur 11. Auflage der Paralympics. Mit dabei sind 575 Athleten aus insgesamt 45 Ländern, darunter auch 8 Südtiroler, die Winterspiele der körperbehinderten Sportler dauern bis zum 16. März. Die 5 heimischen Sledgehockeyspieler Florian Planka, Werner Winkler, Rupert Canestrin sowie die 16-jährige Christoph de Pauli und Nils Lach haben ihren ersten Auftritt bereits am Samstag gegen die USA. In der Vorrunde treffen sie außerdem auf Gastgeber Russland und Korea. Vor 4 Jahren in Vancouver belegte Italien Rang 7. Die ersten 3 Mal war ich ja so mal allein als Skifahrer dabei. Diesmal wieder mit dem Sledgehockey, meine zweite Teilnahme. Na, wir sind gut drauf, wir haben gut trainiert. Wir sind eigentlich eine starke Mannschaft. Logisch haben wir auch starke Gegner in unserer Gruppe mit USA und Russland und Korea. Leider zwar gehen wir noch weiter bis zu den Medaillen, aber mit ein bisschen Glück könnte es uns gut gehen und deswegen bin ich schon ganz zuversichtlich. Neben den Sledge-Hockeyspielern nehmen auch die alpinen Skifahrer Christian Landtal und Hans-Jörg Lantschner sowie Langläufer Roland Ruhep an den Paralympics teil.